So, grüß euch. Ich tue heute beim Bagger weiter. Ja, also ein kleines Update. Nächste Woche, wenn ihr Glück habt, schicken, also jetzt kommenden Dienstag, wird wahrscheinlich schon ein Monteur kommen, also ein Mechaniker von Neuson Forest. Wenn ihr Pech habt, kommt er erst Mittwoch oder Donnerstag. Also Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag kommt er. Der ist da voll drauf. Der hat früher schon mal auf die alten, also auf die Modelle, wie der ist, geschraubt. Und für den wird das keine so eine Herausforderung nicht sein, dass er mal das elektrisch so anschließt, wie es gehört. Auspuff habe ich heute auch einen Auftrieb, am passenden. Der ist neu, aber vom privaten. Und ich habe jetzt einen beim Grümmer. Genau, mein Saustall habe ich gestern auch mit zusammengerammt, wie ich gesagt habe. Ist der Herren auch wieder mal schön sauber. Genau. Die Eigenbau-Auspuffkreation habe ich heute ausgebaut. Und ich habe eben die Angst gehabt, dass wir beim Grümmer alle Schrauben abreißen. Ich habe die Schrauben die letzten 3 Tage alle wieder mit Rostlöser eingesprüht. Das hat sich ausgezahlt. Es sind nicht alle angerissen, es ist nur einer abgerissen. Den werde ich jetzt da drinnen ausbohren im Motorraum. Quantschneider, Bohrer haben wir schon alles hergerichtet. Da hinten kommt man aber ganz elendig Scheiße dazu. Da hinten beim Grammer. Und jetzt habe ich mal von meinen Nachbarn, die haben eine Werkstatt, so eine kleine Winkelbäume schon ausgeglichen und dann darf das eigentlich kein Problem sein. Und dann kommt der Auspufftopf wieder so rein, wie er mal war. Der ist einfach da angeschraubt, ist einfach so ein runder Topf. Also der sitzt direkt auf dem Grümmer drauf. Da ist er einmal bei der Halterung angeschraubt, da muss ich das wieder runterschneiden, weil der Bügel selber ist original. Und das Einzige, was mir dann noch angeht, ist vom Topf das Rohr nach außen. Entweder ich bestelle es noch neu oder ich baue mir irgendwas selber, weil da geht es in Wahrheit nur um ein Endrohr. Gut, ansonsten muss ich euch noch was erklären. Zum Prozessor, an was das jetzt entscheidet. Also nur mal zur Erklärung. Das ist ein LogMAX 828. Das ist der Prozessor, war immer auf dem Bagger, ist der originale. Und den gebrauchten, was ich gekauft habe, ist komplett derselbe. Nur mit dem Unterschied, dass er einen stärkeren Rotator hat, ein stärkeres Gehänge und einen stärkeren Fellanker. Aber das Aggregat selber ist komplett das gleiche. Und ich habe das Aggregat gebraucht gekauft und war montiert auf komplett den gleichen Harvester. Nur der Unterschied war, der hat ja den langen, 9,20 Meter langen Harvesterarm dran. Und es hat auch eine einfachere oder günstigere Variante gegeben, da wo ein normaler Baggerarm dran war und vorne ganz normal zum Anhänger, wo man sonst die Schaufel so anhängt, hat es so einen Verlängerungsarm zum Anhänger gegeben. Und von an solchen ist das Aggregat im Obergewinn. Der hat einen normalen Baggerarm gehabt, das war eben nicht der komplette Anbau wie der, sondern mit einem normalen Baggerarm wurde er ausgestattet. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass da mit der Elektrik, die so jetzt nicht zusammenpasst, ich muss euch das nur mal zeigen. Genau, ich habe ja da auch die LogMAID 392, was in den Bagger immer schon drinnen ist und auch bis zum Schluss jetzt immer alles funktioniert hat. Und die, was ich dazu gekauft habe, zu dem Aggregat von den anderen baugleichen Harvester, ist auch ein LogMAID 392. Die habe ich mal als Reserve eben dazu gekauft. Weil, wenn bei so einer LogMAID einmal was kaputt ist, du kriegst nicht einmal einen Monitor, weil das Zeug ist einfach zu alt. Und das, was ihm da jetzt interessant ist, das Aggregat ist draufhängt. Und wenn man da beim Sticker schaut, die Pins, nennt man es glaube ich, die sind alle voll. Jeder ist mit einem Kabel belegt. Und bei dem Aggregat, was ich jetzt angehängt habe,
sind dann nur die Hälfte und auch hinten nur die Hälfte Kabel. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen spannend. Weil er ist ja wirklich komplett identisch. Es sind der Hauptblock, Nebenblöcke, es ist alles dasselbe, dieselben Hersteller. Und das macht es einfach jetzt gerade spannend. Warum haben sie den anders verkabelt als wir den anderen, wo ich den Prozessorkopf overbaut habe? Das war eben das, was interessant ist. Und genau, wieder danke für die ganzen Kommentare. Ist einmal recht interessant. Es sind da auch ziemlich viele, ziemlich schlaue Leute unter euch, die was viel Ahnung haben. Einer von euch hat mir auch geschrieben, zu einer Forstmaschine gehört Hydraulik und Stromlaufplan dazu. Das ist normal. Habe ich auch gekriegt. Kann ich euch nur gerne kurz sagen. Habe ich selber. Aber Stromlaufplan hin oder her, wenn jetzt ein Kabel nicht passen würde, dann darf ich mich damit auseinandersetzen. Da spüre ich mich so lange normalerweise, bis das wieder geht. Aber da passt gar nichts. Da, man sieht es ja schon am Sticker an der Belegung. Mich wundert es ja, dass er überhaupt die Funktionen, was er macht, kann, wenn die Hälften von die Kabel fällt. Jetzt gehe ich da kurz ins Haus bei mir rein, im Wirtschaftsraum. Da habe ich nämlich die Mappen sogar liegen. Das ist das schlaue Buch, wie ich das dazu gekriegt habe. Das ist der komplette Elektroschaltplan von der ganzen Maschine. Da ist eigentlich alles dran, was man so braucht. Da ist auch vom LogMAX, vom Computer, vom Hauptsteuerblock, Säge, Dingsbums, ja, Hydraulikplan. Es ist alles da, es ist genau das da, was da sein sollte. Aber ich bin da trotzdem nicht fit, so ehrlich. Ich bin immer ehrlich und das sage ich, wie es ist. Ich bin eher der Mann fürs Grobe. Ich kann was herrichten, ich habe ein technisches Verständnis. Ich kann Schlosserarbeiten durchführen. Aber bei so, wenn es jetzt direkt um das geht, dass ich den 20 Jahre alten Lockmate-Computer von dem Bagger sagen soll, der soll jetzt mit einem anderen Aggregat kommunizieren wie vorher. Das kann ich nicht. Ich will mir es auch nicht aneignen. Da ist mir meine Zeit zu schade. Ich kümmere mich da jetzt nur darum, dass ich den Auspuff flansch, dass ich den Stehbolzen da noch repariere. Das wird hoffentlich keine große Affäre sein und in einer halben Stunde erledigt sein. Und dann werde ich heute noch diese Verschleißplatte anbauen, die gehört da oben, die Verschleißplatten. Ich weiß nicht, wie man es nennt, ich nenne es jetzt einfach so, die hat sicher auch wieder irgendeinen speziellen Namen. Die gehört da oben und da noch montiert. Die ist da wieder irgendwie mit so einem Eigenbau-Dämpfergummi montiert. Ich montiere die aber da wieder so, wie es original war. Ich habe mir von LogMAX die originalen Dämpfer kommen, alle bestellt. Die habe ich auch schon. Und das werde ich dann auch noch montieren. Dann ist das eigentlich, dass er sofort einsatzbereit ist, wenn er elektrisch funktioniert. Das war mir jetzt das Wichtigste. Ja, ansonsten, genau. Und, ein paar haben wir von euch Fotos geschickt, die was die gleiche Maschine selber in Einsatz haben. Bei einem habe ich sogar gesehen, da ist wahrscheinlich einmal das gleiche passiert wie da. Das ist ja da komplett kaputt. Also das komplett kaputte Staufach da, das hat einer schon komplett weg da und hat da Werkzeugkisten genommen. Vielleicht mache ich das auch. Das ist eigentlich eine echt gute Idee. Weil das Eck kostet sicher wieder mehrere hundert Euro. Und wenn ich das einfach, ich konnte das wirklich versuchen zu auspolstern im Sommer mal vor innen,
dass ich außen die grausigen Bleche da wegtue und dann vor innen auspulle ist dann, dass wenigstens das wieder eine fixe Einheit ist. Das war ja ursprünglich einmal verbunden mit dem Deckel daneben. Wenn ich das wieder herstellen kann und das Werkzeugfach reiße ich einfach weg, schneide ihm die Schiche Eigenbauhalterung da weg, tue das komplett weg, schmeiße einfach da rein und tue ihm aus dem Zubehör irgendeine fesche Kisten drauf, aus Riffiblech zum Beispiel, ist nur so eine Idee jetzt, wie da bei meinem Autoanhänger. Das war einfach günstig, so eine Kisten, einfach so Riffiblech, Alu-Kisten, die muss ja nicht viel aus sein, nicht viel können. Wenn ich so eine nehme und dann schraube die da vorne hin, einfach da hergestellt, glas niedergeschraubt, das war sicher ganz eine coole Lösung, dann schaut das auch wieder sauber aus. Und ja, die ganze Hydraulik da dran werde ich natürlich jetzt dann, bevor ich das wieder zusammenschraube, alles sauber ausblasen mit der Druckluft, auch im Motorraum dann alles gescheit ausblasen und alles ordentlich durchschmieren und mit der Firma habe ich auch schon Kontakt gehabt, die tun, die bauen für Forstmaschinen, also die verkaufen für Forstmaschinen Polycarbonatscheiben, ganz unkompliziert bei Willhaben gefunden. Die normale Willhaben-Anzeige, dass für Forstmaschinen im Sicherheitsverglasung ein Programm haben. Für alle Forstmaschinen und 35% oder bis zu 35% billiger wie Originalscheiben. Den habe ich schon geschrieben, der hat sich sogar heute schon gemeldet. Der schaut nach, was da machbar ist oder ob sie eine nach Maß fertigen können. Und der meldet sich nächste Woche. Wenn das mit denen nicht funktioniert oder wenn ich das nicht dann nicht machen kann, ist es auch nicht so schlimm. Dann tue ich so, wie ich gesagt habe. Mein Vater hat da eher schon ein paar E-Mails rausgeschickt. Einfach normale Carbonatscheiben, die was wir dann selber zuschneiden. Oder einfach noch Maß bestellen und dann montieren. Aber gut. Ja, eigentlich. Genau, Rückewagen. Wie ja immer wieder gefragt, der Rückewagen, was ist mit dem Rückewagen? Da schaut es auch gut aus. Ich glaube, der hält sich auch an das, was wir ausgemacht haben. Also ich glaube nicht nur, das ist fix so. Der hat mir gestern am Abend ein Foto geschickt, weil da geht es ja nur um das, dass sein eicher Rückewagen fertig wird. Das ist ja ein Forstbetrieb, der was die Holzwagen selber baut. Also hochprofessionell selber baut. Das könnt ihr euch so vorstellen, ist so ähnlich wie Sedlmayr. So in dieser Liga spielt das mit, was ich da kriege. Der Sedlmayr ist ja auch ein Forstunternehmer, was dann angefangen hat, selber die Rückewegen zum Bau. Das, was ich da kriege, geht in die Richtung. Aber ist nicht Sedlmayr, ist eine andere Firma. Ist bei uns in der Gegend, also nicht so weit weg. Und der baut eben gerade einen Neichen und ich kriege ihm seinen alten. Der alte ist 4 Jahre alt. Und warum hat er einen Neichen wieder gebaut? Weil der Neiche einen mechanischen Radantrieb jetzt hat und einen Grantilt. Und da hat er mir gestern ein Foto geschickt. Da steht eigentlich der fertige Anhänger schon da. Also Rahmen auf Achsen, auf Reifen. Der Kran ist oben, also der Tilt. Die Tilt-Krankonsole mit dem Kran steht schon drauf. Die Deichsel ist da. In Wahrheit. Da gehören gerade noch die Rangenstöcke auf, Stirngitter auf und die ganze Hydraulikverschlauchung und Verkabelung muss ich noch machen. Aber ich bin da guter Dinge. Also ich habe gesagt, ich möchte irgendwo 16. 17. holen. Und was ich da gestern so gesehen habe, und die da jetzt noch 2 Wochen Zeit haben, das ist sicher machbar. Also in 2 Wochen kann man viel machen, wenn man will. Ich habe mal die Halterung da oben. Weil die, wie gesagt, die Halterung ist original, nur das muss ich wieder oberschneiden, das ist da mal aufgeschwarzt worden und das gehört da nicht hin.
sage euch, ist das jetzt dann, wie ich das geplant habe. Wenn wer eine bessere Idee hat, dürft ihr es gerne schreiben. Bin um jeden guten Tipp bin ich froh. So, jetzt ist die Halterung heraus. Wie man sagt, das ist die originale Auspuffhalterung. Da haben wir noch die originalen Löcher unten. Ich schneide nur das wieder runter und dann baue ich es wieder ein. Gut, jetzt ist das weg. Jetzt mal da hinten. Jetzt sage ich euch einmal, was da überhaupt passiert ist. Also. Da, die habe ich die letzten drei Tage immer wieder eingesprüht, weil ich eigentlich glaubt habe, die reißen sowieso alle ab, weil die haben echt schlimm ausgeschaut. Der Schraufenkopf, der war fast nicht ersichtlich vor lauter Rost. Aber es ist Gott sei Dank gut gegangen, die haben alle gut. Sogar die Dichtung ist gut, wie es ausschaut. Ich schleife das da jetzt kurz ein bisschen gerade. Dann baue ich den aus, schneide ein neues Gewand rein. Ein Schmierspray kann ich da auch mal hernehmen, dass ich nicht den nächsten Bohrer wieder zerstöre. Ich habe noch einmal kein Bohröl oder Schneidöl, aber Hauptsache es kühlt was und es schmiert was. Sehr schön, jetzt sind wir schon durch. Jetzt bauen wir gleich auf die richtige Größe auf, dann schneiden wir ein neues Gewand ein und dann haben wir es schon wieder. Also, geht sehr gut. Ich zeige euch dann die kleine Bohrmaschine schon noch. Wie gesagt, sie gehört nicht mir, gehört einem Nachbarn. Ich habe aber auch alle Akkugeräte von Milwaukee. Hat durchaus, wenn das Teil nicht allzu teuer ist, hat es eine Berechtigung. Funktioniert sehr gut. So, jetzt schaut der Basser die Bohrer. Gleich ein bisschen ein Öl rein. Okay, es geht echt gut. Das macht er Freude. So, wo ist denn da vorwärts, rückwärts? Da. Ja, was? Gut aus, oder? So, das Aufbauen hat gut hingehauen. Jetzt schneiden wir da Gewand ein. Da habe ich auch keine Sorgen, dass das nicht hingehaut.
den Deckel da kurz runter da, weil sonst können wir nicht den Wendeisen dann groß. So, sie schaut gut aus. Und drauf habe ich mir schon testweise mitgenommen. Dann probieren wir das aus. Müssen sowieso mal, bevor dass man jetzt dann in Betrieb geht, gescheit ausblasen. Da müssen wir das jetzt auch ziemlich scheißegal, ob da die Eisenspäne da am Motorraum haben wir da umliegen. Hauptsache sie kommen nicht in den Motor rein. So, probieren wir das Ganze aus. Also es hat super funktioniert, ein schönes Gewand geworden. Schauen wir mal. Perfekt. Gut, dann haben wir die Baustelle auch schon wieder beendet. Und war, wie ich es gesagt habe, sehr unspektakulär. Genau, das, den Halter, den schneide ich jetzt noch kurz so, den nehme ich noch mit in die Werkstatt für euch. Den kann man auch noch gleich wieder montieren. Dann schneide ich kurz so. Und dann haben wir wieder einen Schritt weiter. Natürlich mit einer Hand super.
muss euch da wieder hinstellen. Gut, dann bauen wir das Ganze wieder ein. So, so schaut es jetzt aus. Die Gewände sind alle nachgeschnitten, funktionieren wieder einwandfrei. Und da ist eben das, was ich selber gerade geschnitten habe. Und bis das der Auspuff kommt, den brauche ich jetzt eh gerade noch draufstellen und anschrauben. Stecke eben da dabei den Fetzen ein wenig rein. Einfach, dass das kein Dreck nicht reinfällt. Und dann haben wir das schon wieder beendet. Die Bohrmaschine, die lege ich mir gleich ins Auto, die gehört dann immer Nachbarn. Muss ich ihn dann wieder bringen. Gut. Jo. Können wir eigentlich auch dabei zumachen, weil ich da im Motorraum dabei eh nichts mehr zu tun habe. Weil wie gesagt, Servicematerial werden jetzt die ganzen Filter werde ich hoffentlich noch kriegen, weil wenn ich jetzt eh schon wieder die ganze Woche wieder nichts tun kann damit, dann mache ich ihm jetzt auch noch einen kleinen Service. Weil er ist eh sehr wartungsfreundlich. Man kommt ja überall schon hin. Dieselfilter ist neu, den haben wir erst eingebaut vor 2-3 Wochen. Der bleibt sowieso dran. Eigentlich brauche ich nur einen Motorölfilter und Motoröl und Hydrauliköl-Filter und so. Da muss ich erst schauen, wo die überall verbaut haben. Da habe ich noch keine Ahnung. Aber ich habe einfach ein Filterset für die Maschine bestellt. Ein Luftfilter neues habe ich bestellt. Und dann fand ich schon, wenn es soweit ist. So. Gut, das soll jetzt aber dann auch zu dem Video wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Dort weiterhin fleißig meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Pfiat euch!